ich glaube, Schülerinnen und Schüler brauchen vor allen Dingen die Kompetenz, Medien kritisch zu hinterfragen, zu bewerten, zu beurteilen, aber auch kreativ zu nutzen für sich. Denn ich glaube, es hat Potenzial und Risiko natürlich. Und in der Diskussion überwiegen oftmals leider die Risiken. Also für mich eher die Frage nochmal, wie können wir auch Medien nutzen, um beispielsweise gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben. Für die Lehrerbildung bedeutet das für mich, dass wir die Themen auf jeden Fall integrieren müssen in die Lehrerbildung, und zwar vom ersten Semester an bis in die Lehrerfortbildung, wirklich entlang der Lehrerbildungskette, wie wir das in unseren Projekten an der TU Kaiserslautern machen. Dort auch immer wieder digitale Medien nicht nur als Gegenstand zum Lehren und Lernen, wie vermittle ich das am besten, zu adressieren, sondern auch zum Inhalt zu machen. Welche Entwicklungen gibt es denn eigentlich und was heißt das auch für gesellschaftliche Veränderungen?